Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zurück zu Skyrim. Wir hatten gerade diese Stadtwachen getötet, die uns angegriffen haben und uns sonst wohin bringen wollten. Lass mich in Ruhe. Tut er ja gar nichts. Oh. Müssen wir jetzt aus der Stadt flüchten, oder? Jetzt bin ich wieder... Ah, tot. Okay, wenn wir einfach nur flüchten müssen, dann... Das ist ja nicht so ein Problem. Ist aber die Frage, ob wir die halt auch alle töten wollen eigentlich. Ah, da ist eine unsichtbare Wand. Ich wollte raus. Na gut, also wir sind schon mal draußen. Lüdi halt nicht, ne? Wir sind wohl nicht mehr willkommen in Markarth. Ja, was willst du denn, Wachsam? Ja, du bist wachsam. Sehr gut. Auf, Lüdi. Da ist auch nochmal so einer. Was passiert, wenn ich bei dir... Okay, nee. Ich wollte meine Waffen wegstecken, wollte mich verhaften lassen. Das wollten die doch. Die wollten mich doch in die Mine stecken. Das ist der nervig. Wir sind nicht mehr willkommen in Markarth. Wir haben die falschen Fragen gestellt, zu viele Fragen gestellt und uns dann gewehrt. So. Bin ich hier sicher? Ja. Müssen wir auf Lüdi warten, ich hoffe sie kommt. Was macht denn der da jetzt? Ist der Freunde mitgebracht, okay. Dafür esse ich dich. Mann. Was hast du noch so? Pfeile. Okay. Gut. Was machen wir jetzt? nachdem wir davor rausgejagt wurden. Müsste doch irgendwo... Müsste doch mein... Kopfgeld stehen. Ah, Verbrechen, da. Kopfgeld in Reach. Hm. Okay. Was machen wir jetzt, Lüdi, nachdem wir hier ja... Was passiert, wenn wir zum Jahr gehen? Zur Not müssen wir nochmal flüchten. Keine Bewegung. Ihr seid wegen Mordes und Verschwörung gegen die Stadt Markarth verhaftet. Mich führt ihr nicht. Und in der ganzen Stadt gibt es Berichte über eure verdächtigen Umtrieb. Okay, dann bringen wir ihn ins Gefängnis. Nie wiedersehen. Dann geht das so. Aus der Sittner-Mine entkommt keiner. Keiner. Sehr schön. Ah, da, 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 da. Hallo. In Ordnung, Gefangener. Augen geradeaus. Jawohl. Ihr seid jetzt in der Sittner-Mine. Und wir erwarten, dass ihr euch euren Lebensunterhalt verdient. Jawohl. In diesem Gefängnis wird keine ruhige Kugel in der Zelle geschoben. Jawohl. Verstanden? Jawohl. Gut. In Ordnung. Macht sie auf. Jetzt ihr da. Runter mit euch. Nehmen wir mal den Kohl, ne? Mich von hier aus an den... Nee, komme ich nicht. Schade. Willkommen in der Sittner-Mine. Was habt ihr im Sinn, Jungblut? Gewalttätig, was? Ja. Behaltet das lieber für euch, Neuling. Mein Ratschlag? Arbeitet an der Spitzhacke und verschwindet.
Ihr wollt doch nicht wegen einer Flasche Skoma ein Messer in den Bauch bekommen. Wo ist Madanach? Wenn ihr mich fragt, bedeutet das, ihr seid der neue Lebenslängliche. Mhm. Ich fürchte, mit Madanach unterhält sich niemand, der zuvor nicht an der Borkul, der Bestie, vorbeigekommen. Und mit Borkul, der Bestie, wollt ihr bestimmt nicht reden. Ist es vermutlich der da? Bis zum nächsten Mal. Das Frischfleisch. Wie war es, als Hallo? Sie das erste Mal getötet haben? Ich musste lachen. Ein wahrer Mörder wie ich. Die Götter haben uns in die Welt gebracht, um ihre Hallen mit Seelen zu füllen. Mhm. Ihr passt gut hierher. Ihr wollt mit dem Lumpenkönig reden? Mhm. Na schön. Aber zuerst müsst ihr den Wegzoll bezahlen. Warum besorgt ihr mir nicht eine Klinge? Eine Klinge? Nicht, dass ich eine bräuchte, aber es ist immer schön, sowas zu haben. Falls ich mich er erwartet mich. Na schön. Oh. Ihr könnt rein. Er hat mich reingelassen. Aber nichts an. Madanach weiß mehr, als ihr glaubt. Mhm. Es war jetzt nicht so schwer, an dem vorbeizukommen, aber auch nur, weil ich meine Redekunst schon so hoch habe. Das ist wohl seine Toilette. Hi. Ah, seht euch nur an. Die Nord haben aus euch eine Bestie gemacht. Eine wilde Bestie, die eingesperrt wird, bis der Wahnsinn von ihr Besitz ergreift. Ja. Also, werter Bestienkollege, was wollt ihr? Informationen über die Abgeschworenen? Rache für den Versuch, euch umbringen zu lassen? Eure Freiheit. Freiheit? Ja. Aber selbst wenn ihr aus der Sitna-Mine entkommen würdet, wäre euer Name immer noch mit all dem Blut besudelt. Interessiert mich nicht. Ihr gehört jetzt zu uns. Seht ihr das denn nicht? Ein Sklave, den Stiefel... Das sagen anfangs viele. Wenn ihr eure Meinung ändert, sprecht mit Brake. Sagt ihm, ich schickte euch. Ich möchte, dass ihr erfahrt, wie sehr Markarth von Ungerechtigkeit durchzogen ist. Okay. Unsere Rache wird kommen. Hast du hier zufällig ein Messer? Oder so? Ich nehme ja mal dein Geld, gell? Danke. Ihr seid ein Sklave. Hat der irgendwas? Nee, der hat genau eine Notiz. Wie wir. Und die Notiz will ich mal haben. Bücher. Ich hatte euch allen versprochen, dass wir zusammen aus der Zinnamine fliehen würden. Ich habe einen Weg gefunden. Wenn ich sterbe, ehe ich ihn euch zeigen kann, dann durchsucht die Zellen in der Nähe meines Raumes, benutzt meinen Schlüssel. Es gibt dort einen Tunnel, der in die Stadt führt, den ihr nehmen könnt. Wie un... Warte, da. Kann ich die Schaufel als Waffe nehmen? Also da ist zumindest der Ausgang. Ihr wurde zum Graben verurteilt. Also grabt. Als Nö. Ich erwischt wurde, habe ich meine Tochter Urheil zurückgelassen. Ha, deine Tochter ist tot. Die habe ich umgebracht. Ich nehme mal hier zwei Picken. Ich bin nämlich ein Dual-Wielder. Und wahrscheinlich der schnellste Gräber, den Sidna je gesehen hat. Ja. Nee, aber das ist wahrscheinlich meine einzige Waffe gegen die. Mit dir will ich nicht reden. Ich will eigentlich... Gib mir das Silber. Wenn ich schon hier bin, dann grabe ich auch. Sehr Schwachsinn hier. Ist auch Schwachsinn. Was ist denn der Brake? Da hinten ist er. Hier. Guck mal, so macht man das. Ich bin unschuldig. Die Nord haben mir das angehängt. Die Nord? In der Nähe der Mordwaffe. Der Jarl hat entschieden, dass ich ein zu großes Problem bin. Hat mich einfach mit den Abgeschworenen hier. Okay, wir müssen vielleicht also den Jarl absägen. Meine Geschichte? Jeder in der Sitna-Mine hat eine Geschichte zu erzählen. Erzählt zuerst eure. Wann habt ihr zum ersten Mal Ketten um eure... Dann wisst ihr ja, was es bedeutet, sein Leben in fremden Händen. Habt ihr Familie? Jemanden, der draußen auf euch wartet? Ich hatte einst eine... Ich meine, meine Dedras. ...der sich am Aufstand der Abgeschworenen beteiligt. Aber meine kleine Aethra wollte nicht, dass ihr Papa fort... Und oh nein. Nachdem sie mich zusehen ließen, wie ihr Kopf vom Richtblock rollte... Warfen sie mich trotzdem hier rein und ließen mich ihr Silber ausgraben. Oh nein. Bis zum nächsten Mal. So,
So geil. Der Typ gerade. Oh, sie haben meine Tochter. Bis zum nächsten Mal. Was wollt ihr? Weitergraben. Der eine Klinge? Nee, der hat's Koma. Der eine Klinge? Nee. Er hat auch nur Skoma. Als ich erwischt wurde, habe ich meine Tochter Uari zurückgelassen. Ihr seid zurück. Ach, stellt euch vor, euer Einmischen an der Oberfläche hat mich daran erinnert, wie fern ich dem Ganzen... Ja, aber ich brauche von euch einen Beweis eurer Loyalität. Aha. Ich brauche keine Klink. Habt ihr Grieswar, den Unglücklichen, schon kennengelernt? Ja. Er hat seinen geringen Nutzen überlebt. Kümmert euch um ihn und dann können wir die Sidna-Mine ein für alle Mal verlassen. Denkt daran, es waren die Nord, die euch eingesperrt haben. Erinnert ihr euch noch an die Sonne? Ich will aber ihn töten. Bereits. Meine Männer und ich hatten die Nord vertrieben. Die Vergeltung folgt Tonas. Und das habe ich getan. Das war zuerst demütigend, aber ich wusste, dass er schließlich in seiner Wachsamkeit nachlassen würde. Ich wollte ursprünglich den töten, nicht den armen Typ da hinten. Ihr wurde zum Graben verurteilt. Also ja, ja. Was? Nein! Bringt mich nicht um! Bitte! Nie herkommen sollen. Warum greift er jetzt den an? Was wollt ihr jetzt von mir? Halt, stopp. Gott, jetzt muss ich nochmal mit dem Breik reden, dann hin und her rennen. Oh Gott. Kann ich euch nicht gleich alle töten? Hallo? Meine Geschichte? Ja, sehr schön, bla. Cool. Als ich erwischt wurde, habe ich meine Tochter Uhrheim zurückgelassen. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt... Ja, bla bla. Euer Einmischen an der Oberfläche hat mich daran erinnert, wie... Erinnert ihr euch noch an die... Das war uns. Einige von uns weit. Das sind wir. Die Abgeschworenen. Verbrecher im eigenen Land. Und wir werden in Reach ein Blutvergießen anrichten, bis wir frei sind. Ihr seid ein. Ach, stellt. Euer Einmischen an der Oberfläche hat mich da. Ja, aber ich. Habt ihr. Er hat seinen geringen Nutzen überlebt. So. Kümmert euch um ihn. Dann können wir die Sidna-Mine ein für alle Mal. So. Bitte, Chris, war den Unglücklichen. Na, dann machen wir das doch. So. Jetzt nehmen wir den da. Richtig so. So, diesmal wurde ich nicht von allen angegriffen. Dieser Zauber sieht gefährlich aus. Kommt mir bloß nicht zu nahe. Hallo? Ihr seid zurück. Ihr gehört endlich zu uns. Kommt mit mir. Ich glaube, es ist Zeit, dass ich will trotzdem ihn töten eigentlich. Meine Pläne verkünde. Nehm mal dein Essen hier. Kann ich jetzt hier raus? Okay. Ja, lauf doch. Dann laufe ich halt vor. Warum guckst du mich jetzt an? Warum guckt ihr mich alle an? Ich glaube, der Atronarch ist im Weg. Was ist los, Madanach? Ihr würdet den alten Grieswar nicht töten lassen, wenn ihr ihn noch brauchen könntet. Meine Brüder, wir sind lange genug hier gewesen.
Es ist Zeit, die Sidna-Mine zu verlassen und unseren Kampf gegen die Nord fortzusetzen. Auf der anderen Seite dieses Tores, direkt neben meinen Wohnräumen, ist ein Tunnel. Ein Tunnel, der direkt durch die alten Zwergenruinen von Markarth in die Stadt führt. Nun, was sagt ihr, meine Brüder? Reach gehört den Abgeschworenen! Ihr seid alle irre. Ihr habt euch eine frühe Begnadigung verdient. In den Tunnel! Los! Okay. Na dann. Schauen wir mal, wo wir rauskommen. Dum, 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 dum. Kommen wir jetzt im Thronsaal raus? Soll ich auf die anderen warten? Eigentlich will ich sie alle töten, deswegen. Spinnen. Na super. Na super. Mir ist egal, ob es die anderen erwischt. Aber ich will hier raus. Ich habe sie wohl verscheucht. Du! Hey, komm. Ja gut, du hast recht. Da oben ist nochmal eine. Ein bisschen aufpassen da drüben, ne? Magie, Schrei, was nehmen wir denn? Feueratem. Jo! Los geht's! Dim, 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 dim. Jo! Stirb! Jo! Da brennen tut sie schon mal recht gut. Jo! Ich habe sie wohl verscheucht. Als ob du das gewesen bist. Wo sind eigentlich die anderen? Wir zwei allein? Gut, dann halt allein. Los geht's. Dir ist klar, was wir gerade bekämpfen. Das ist jetzt nicht so gesund, was wir machen. Ich hoffe, das Öl brennt. Okay. Wo ist der andere? Ach komm. Ein Schuss und ich war tot. Jetzt müssen wir alle Spinnen nochmal töten, oder? Ja klar. Was stimmt mit dir nicht? Bleiben alle stehen, mitten im Gang. Voll die Pfeifen. Kommt ihr diesmal mit oder sind wieder nur wir zwei dran? Ich nehme aber einen anderen Schrei. Das war einfach mal den Eisformschrei wieder. Können wir die nämlich einfrieren, alles gut. Habt ihr nicht drauf? Mein, mir geht die Ausdauer ja wohl auch nicht aus. Diesmal sind wir wenigstens sicher allein. Sehr schön. Speichern. Schön einfrieren. Was war das? Das war ich. Ich wusste es. Oh. Niemand hintergeht mich. Also Leben habe ich echt wenig. Also mit Dolchen kämpfen ist auch geil.
speichern. So, jetzt habe ich die nicht auf meiner Schnellleiste. Na gut. In dem Fall machen wir den noch dazu. Waffen. Zack. Oh, der lässt sich nicht einfrieren. Super. Wir haben gespeichert. Okay, anderer Schrei. Magie-Schrei. Was haben wir denn noch gegen den? Wir probieren mal Zeit verlangsamen einfach. Warum nicht? Waffen, links, rechts, zack, speichern. Was war das? Wir probieren unerbittliche Macht. Und schubsen den einen zumindest. Gut. Nee, will nicht. Okay. Ich kümmere mich wieder um den hier. Das ganze Metall in die Klappe regiert. Der den anderen runtergeschubst. Ja. Bin genau in den Pfeil reingelaufen. Ach man, aber ich habe gespeichert. Ganz schön viel Schaden eigentlich dafür, dass wir zwei der schlechtesten Dolche haben, die es gibt hier. So, geht's hier jetzt raus? Madana, ich habe gebracht, wonach ihr gefragt habt. Gut gemacht. Macht euch bereit, während ich mich kurz mit unserem Lieblingsfremdling unterhalte. Ja, dann. Ich habe Kai alles zurückholen lassen, was euch die Nord gestohlen haben. Helm der alten Götter. Bevor wir in die Stadt ausbrechen. Und nehmt das hier. Darauf ruht der Segen uralter Magie. Etwas, um euch an mich zu erinnern. Jetzt? Ich lasse ganz Markarth wissen, dass ich zurückgekehrt bin. Keine Sorge wegen eures Namens. Nach dem heutigen Tage werden sie wissen, wem sie die Schuld geben und wen sie fürchten müssen. Es wird Jahre dauern, aber ich werde die Abgeschworenen neu organisieren. Okay. Wir werden unser Land zurückfordern und wenn wir wieder an der Macht sind, werden wir Frieden haben. Ja. Bis dahin lasst mich eine Warnung aussprechen. An mich? Nehmt euch vor den Abgeschworenen in Acht. Kein Ort in Reach ist jetzt mehr vor uns sicher. Ich habe... Und nehmt das hier. Darauf ruht der Segen... Es ist Zeit, endlich den Himmel zu sehen und... Okay, jetzt dann ziehen wir uns mal an. Oh, unsere Sachen sind wieder hier. Okay, warte mal, dann... Das schmeißen wir gleich mal weg. Wir ziehen uns wieder an. So wie früher. Waren das meine Handschuhe? Nee, oder? Nee, die wollte ich verkaufen. Es kann sein, dass das meine Stiefel waren. Helm der alten Götter, oh Gott. Den Ring auf jeden Fall, das können wir wegschmeißen. Das wollten wir auch anziehen. So, haben wir hier noch was? Roten Regen regnen zu lassen. Was ich noch nicht angezogen habe? Nee, ich glaube, wir sind wieder... Wir haben die richtige Rüstung an. Also, raus nach Markarth. Schauen wir mal. Ihr glaubt, ihr könnt einem Gefängnis entkommen? Ihr werdet für das büßen, was ihr meiner Familie angetan habt. Eurer Familie?
Ihr habt Reach lange genug mit eurem versudelten Silber vergiftet, Tona. Hättet ihr nie herkommen sollen. Ich halte mich da mal jetzt kurz zurück. Theoretisch kann ich hier sogar warten. Okay. Der Kumpel ist tot. Würde mir mal interessieren, ob die draufgehen können. Ich glaube, die können nicht draufgehen. Also, Mardach und Co. Guck mal, was der so hat. Okay. Wir gehen einfach, Lüdi. Da sind noch mehr, die hier kämpfen. Guck mal, die gehen alle auf den einen und wahrscheinlich verlieren sie trotzdem. Hey, guck mal, er bricht zusammen, aber er ist ein essentieller NPC. Oh, sie haben ihn getötet. Die Wachen gewinnen also. Tötet die Abgeschworenen. Sehr schön, tötet sie. Nieder mit den Abgeschworenen. Wie kann ich hier noch alles heilen? Euch, es ist nur noch der König. Und sein anderer Kumpel da. La 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 la. Okay, den nochmal draufhauen. Ja, sehr schön. Jetzt habt ihr nur noch den. Sehr schön. Das nehme ich mal mit. Das nicht. Tja, König. Was hast du davon? Was hat die so gehabt? Auch nur Schwachsinn. Die Stadtwache, die habe ich schon durchsucht. Ah je, was hat die so? Ein Pfeil ansonsten. Ja. Warte mal, da unten war doch noch dieser Ork. Da ist Breik. Tuss, was ist das? Und da ist der Borkul, das Biest. Schlüssel von Borkul. So nennt ihr das also? In der Armee hätten wir es unbrauchbar genannt. Sehr schön. Okay. Wir sind raus, wir haben die Quest fertig und ich denke, wir sehen uns in der nächsten Folge von Skyrim wieder. Danke fürs Einschalten.